Auch wenn wir dadurch in einen neuen Raum nach unten reinbuddeln. Ja, das ist jetzt das Spielchen hier. Automalin. Oh, noch mehr. Ja. Ich weiß, das ist jetzt Cheaten, aber wenn die Spielmechanik schon so ausnutzbar ist, dann nutze ich sie auch aus. Um an die Rohstoffe hier zu kommen. So. Und jetzt kann ich hier die Streben wegmachen. Das ist entweder ein sehr kleiner Raum. Wow, das ist eine riesen Titanader hier. Wahrscheinlich wieder ein 3x3 Cluster mit Turmalin darunter. Schön viel Turmalin. So, noch 4 Punkte und dann setze ich die nächsten 4 in die Militärspezialisierungen. Weil das können wir jetzt auch endlich machen. So, du kommst auch wieder zum Graben runter. Das ist nett von dir. So, ich möchte jetzt gerne einen von den Tischen durch... Nein. Das wäre Blödsinn. Ich mache sie erst billiger. Und dann baue ich 2 von den Marmortischen. Wie viel kostet eigentlich Marmor? 50 würde auch 1000 kosten. Oh, 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 oh. Das brauchst du nicht ausgraben. Das wäre Overkill, weil wir haben maximale Kapazität erreicht. So, hol mir das Turmalin. Okay, währenddessen mach mal den Block dazu. Und unter dem Turmalin ist noch mehr Gold. Wie nett. Zurück mit euch beiden. Das heißt, ich schnappe mir jetzt gleich wieder mein Militär und mache erstmal hier unten sauber. Um die nächste Tafel zu aktivieren. Wo ist der letzte? Und wir haben doch noch ein Marvus-Hort entdeckt. Voll mit Gold. Okay, der eine von den beiden sieht nicht gut aus. So. Das wäre erledigt. Aktiviert mal einer die Tafel. Auf dieser Tafel steht, ich hatte mich gefragt, was dem Forschungsleiter dazu antrieb, die Experimente derart bedingungslos voranzutreiben. Nun scheint es so, als ob er dieses Ziel die ganze Zeit über gehabt hätte, denn hier liegen tonnenweise Skelette herum.
Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass diese Basis ursprünglich einem Zwerg namens Orkschlacht, der Orkschlechter Schlachtorg, gehörte. Super toller Name. Anscheinend, also Orkschlacht, Schlachtorg, ja. Anscheinend verstand er sein Handwerk dermaßen gut, dass selbst ganze Horden von Grünhäuten auf einmal es nicht mit ihm aufnehmen konnten. Anscheinend musste Orkschlachts Clan seine Siedlung in diese Grüfte verwandeln, um all die gefallenen Orks und Goblins unterzubringen. Was für eine amüsante Geschichte, und wir profitieren jetzt davon. Wir erwecken immer mehr Skelette aus dieser scheinbar unendlichen, aus diesem scheinbar unendlichen Knochenvorrat wieder zum Leben. Klingt so, als ob hier der Magikus wieder am Werk war. So, nur noch 3 Punkte bis zu dem günstigeren. Bausachen. Bausachen, ja. So, machen wir aber schon mal hier oben zu. Während ich mir überlege, wo wir als nächstes langgraben sollten. Du kommst noch hier raus, gell? Ja, du kommst noch hier raus. Eigentlich müssten wir ja jetzt hier rüber graben. Gucken, was sich hier befindet. Und da müssten wir endlich in den großen Raum hier reingraben, der wahrscheinlich so das Zentrum der Map ist. Wobei es immer noch tiefer geht. Also ja, 31 ist das Tiefste und unser König ist bei 12. Wie weit sind wir jetzt unten? Was ist das Unterste, was wir haben? 21 ist das Tiefste, was wir zurzeit aufgedeckt haben. Mhm. Naja, bis 31 sind es noch 10 Ebenen, die wir peu à peu aufdecken können. Ich würde ja sagen, erstmal hier rüber. Wäre da nicht das Gold im Weg? Oh, ach ja, ich habe hier jetzt wieder Turmalin. Das heißt, ich kann dich hier auch mal upgraden. Puh, was kaufe ich mir denn jetzt? Ich würde mal sagen, ich kaufe mir einfach die fehlenden 40 Marmor, so. Und jetzt in dieser Gruft weitergraben. So, dafür müsst ihr einfach eine Leiter nach unten. Gut. Dann können wir auch nachher mal sehen, ob der Bug von der letzten Mission wieder eintritt. Dass nur die erste Marmor-Forschungsstation so billig war und die nächste dann wieder teurer wird. Also ja, wenn wir Gold brauchen, hier ist ein Maulwurfshort, der Gold hat. Und hier oben war auch einer, der ein bisschen Silber hat. Wenn, dann werde ich wahrscheinlich den da zuerst plündern. Wobei ich auch hier erstmal an das Gold rankommen kann. Und an das Platin darunter. Also unter dem Gold hier. Das hier ist ein ganz normaler Goblin-Hort.
Mit sehr viel Eisen und Marmor. Hm. Warum nicht? Und das hier ist ein ziemlich großer Platin-Cluster. Die beiden brauche ich mal nicht. Ich hätte lieber gern das Eisen, was drunter liegt. Und dort drunter ist noch Titan, warum nicht? Naja, mit dem Eisen kann ich und dem Gold kann ich neue Trainingsfiguren bauen. Trainingsfiguren, Trainingspuppen. Übungspuppen. Am besten gleich mal die doppelte Menge. Oh, da ist sogar noch mehr Turmalin. Also ja. Das ist ein netter Ort. Wir haben gleich den letzten Forschungspunkt, den wir benötigen. Dann habe ich ziemlich gute Forschung. Für das hier und dann geht es hier unten weiter. Da dürften nämlich die Forschungspunkte eh kommen, wie nichts Gutes. So, also Kosteneffizienz. Jetzt mache ich Pause und baue die super billigen Forschungsstation. Und genau, jetzt werden sie einfach wieder teurer. Die Forschungsstation kostet jetzt wieder den normalen Preis. Da ist wahrscheinlich irgendein kleinen... Warum ist mir jetzt gerade einer meiner Arbeiter gestorben? Weil der Goblin ihn getötet hat, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Das finde ich nicht so toll. Schnappt euch mal mein ganzes Militär. Du bist Militär. Du. Wo ist mein letzter Militär? Da. So. Tötet diese blöden Goblins. So, sobald du Stufe 5 bist, wirst du Bergarbeiter. Dann darfst du wieder beim Buddeln helfen. Das heißt, jetzt wird das Ganze etwas langsamer vonstatten gehen. Uncool. Wirklich uncool.
Und da ist noch Eisen. Und das Titan hier hätte ich auch ganz gerne.